mit mir reden. Synchronisation, mein Freund. Du bist halt nur bei mir in der Aufnahme mit drin. So, ich bin jetzt drauf. Ach du, die sind nicht drauf. Ups, dann geht wieder runter. Jetzt müssen wir ganz kurz warten, bis die beiden wieder drauf sind. Wer war das? Gauk? Nee, ne? Gauk und Lady Foxy. Kämpft doch einfach gegen die. Gauk wir mit Infinity 1 und Flame 2 oder Power 5 zu Kontakten hinzufügen. Nö, Digga. Ich gönn solchen Typen das nicht. Und das habe ich seit 30 Folgen weiter. Wie hieß die andere? Alan? Nee, nicht Angel Gaming, ne? Die schreibt, glaube ich, gar nichts, oder? Weil sonst hätte ich bei dir nicht an. Gauk ist übrigens auf dem Server und Lady Fox ja auch. Achso, okay. Okay. Wo sind die hin? Ich sehe die nicht mehr. Ich bin allein! Es ist nachts. Einfach einen ganz hohen Turm und spring runter. Kannst du mir bitte sagen, wenn irgendwas Wichtiges in der Teamspeak-Konfi ist? Ah! Oh, guck mal, da sind sie schon, da sind sie schon. Guten Tag. Hallo. Na? So, nein, das war, richtig, das war ein richtig geiler Kampf, ey. Also, das hat so viel ungeil. Spaß gemacht. Anstatt einfach das nenne ich, PvP. Ach, da seid ihr. Anstatt uns kämpfen zu lassen, kurz zu sagen, hier, kleinen Moment, zack, weiter geht's. Nein, er hat uns beide erstmal direkt in den Arsch angezündet. Was ist das für ein Lachen? Ey, hatte, kann es sein, dass er es gerade rausgenommen hat? Er hat es rausgenommen. Er hat was rausgenommen? Ja. Hä? Er hat es aus den Regeln rausgenommen. Lol, ihr dürft eine Allianz machen, viel Spaß. Jo. Aber du hast meine Rüstung, ne? Warte, ich glaube, ich habe noch Das Ding ist, der Creeper, ne? Ich stand irgendwie zum Baum gedreht und hab so am Baum vorbeigeguckt und hab euch gesucht. Auf einmal höre ich nur so ein Zischen, Alex schreit Creeper! Und ich war direkt tot. Kompletter. Wir warten mal da. Und ich finde das aber auch irgendwie asozial, dass sie nur auf den Server kommen, wenn irgendwer kämpfen will. Ja, dann wieder sich verpissen. Das stimmt allerdings. Ja, aber das Ding ist, der hat auch irgendwelche Speed-Tränke oder so. Haut dann, ist dann von mir die ganze Zeit abgehauen. Und dann kam er wieder mit dem Bogen auf mich zu. Deshalb ist er so schnell mir nachgekommen. Ja. Alter. Ich hab mich schon gewundert. Ja, bei mir hat er das Boot kaputt geschossen. Wir hatten eigentlich Boote gehabt, zur Flucht. Die hatten wir uns hingestellt im Enderperlen. Wenn wir ja, da bist du auch verdammt langsam gewesen. Ja, also meine Enderperle habe ich aus Versehen... Oh, nicht schon wieder durch den Creeper sterben, bitte nicht. Meine Enderperle habe ich aus Versehen auf ihn draufgeworfen. Als ich was essen wollte. Warte, also, gibt's da was Neues in der Konfi? Falls du unsere Farmplaces nicht denken, dass die OP ist oder so. Nee, ich hab auch noch eine Riesenfarm. Also, wir könnten leider auch zu meiner Base. Ich hab im Backpack warum noch ein paar Sachen. Weil wir chillen eigentlich nur. Ja, das war ja auch unser Plan. Deshalb haben wir. Nee, aber Leute, hat's einfach jetzt wirklich rausgenommen? Sorry, Domse, was sowas angeht. Also, wir haben ja auch damals eine Allianz gegen Domse gemacht im Battle. Und da hat er auch gesagt, ist in Ordnung und dann haben wir einmal gegen ihn gekämpft, gewonnen und dann war es auch wieder gut. Also da ist er eigentlich ganz gespannt. Oh. Dory und Angel Gaming. Ja, also da. verbindet euch einfach gegen die Flame Zone TV Jungs. Macht alle. Also gut, wenn ihr jetzt fairerweise gegen die kämpfen wollt, dann schalte ich mich da jetzt nicht mit ein, aber wenn der Typ da wieder drauf kommt, dann komme ich mal ganz fix von hinten. Ja, okay, ja. Digga, ohne Witz, ne? Wo lauft ihr hin? Und da ist ja direkt die Border. Okay, damals habe ich sie nicht gesehen, weil ich eine Grafikkarte hatte. Ja, hier unten irgendwo da ist der Geheimeingang, ja, genau. Den ich suchen müsste. Und dann ist hier irgendwo unser Wasserloch. Warte, schau nochmal in die Regeln. Wir stürzen einfach den König, ganz easy fight. Sorry fürs laute Tippen. Unser Wasserloch, ich bin's immer noch nicht.
Also, ich kann auch in meine Base gehen, ne? Aua. Oh, 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 ich kann euch ja angreifen. Ah, es tut mir leid! Ah. Das wollte ich nicht. Kaputt. Hau ihn nicht kaputt. Oh! Das ist so einfach. Das ist jetzt sehr leise, aber genau dann durch. Ja. Ja gut, also ich finde eure Base ganz cool, ne? Ich muss sagen. Die Base liegt ganz tief unter, würde ich. Das Problem ist nur, wo ist das Wasser? Warte, warte, warte. Reinkommen? Komm mit, komm mit. Okay, okay, Gauk hinterher. Der weiß wo. Der. Also unsere ist direkt beim Netherportal, beim Ausgang. Er hat mich halt eben angezündet und dann bin ich halt ins Netherportal gegangen, schnell abgehauen und dann bin ich wieder rausgekommen, dann war ich ja wieder woanders. Und dann seid ihr beide gestorben und dann ist er, hab ich ihn gesucht und dann ist er abgehauen. Warte, 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 warte. Also, du? Oh, hä? Wieso gehen die jetzt wieder? Was? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Bock mehr. Ich wollte auch abhauen. Ja. Das heißt, ihr tötet uns nicht, ne? Nö, nö, also ich mach nix. Warte. Sonst hätte ich dir auch nicht die Rüstung von Dropra gegeben. Hätte man nie gefunden eigentlich. Hä, Fabo, okay. Fabo hat bestimmt auch unsere Base damals gefunden und gelootet. Ja, machen wir jetzt einfach eine Allianz und das ist gut. Nee, das Ding ist, bei uns sind sie hingekommen. Also man sieht zwar, dass da jemand ist, aber er hat einfach mal straight einfach in den Berg gebaut. Nicht gerade ausrennen, sondern hier unten. Links. Sonst landest du in der Hülle und bist tot. Okay, das heißt, wir können unsere Farm wieder anbauen, ne? Gut, dass wir alles rübergelegt haben. Das heißt, wir farmen nochmal, yay! Yay! Auf weitere 30 also, Folgen. Ich hätte noch eine Idee, wir könnten den... Wir haben im Nether, glaube ich, ungefähr 10, 12 Diamanten gefunden gehabt. Und jetzt kommen wir hier hinten hin. Ach, deswegen haben alle so viel so viele fucking Stacks Weizen. Nimm mal das Dinner, die sieht's aus der Kiste und fahr mit an. Alex, ohne Witz, wenn du das hier siehst, unsere fucking... Ach, unsere Farbe ist ein Witz dagegen. Das hier ist ja nur der eine Teil, wir haben noch einen zweiten Teil. Achso, ja, cool, ja. So, wir toll. Mussten sehen, was spielen. Und ich dachte... Ja, doch, wir waren einfach viel zu gechillt. Ja, gut, ja, nächstes Jahr... Nee, ich dachte, wir wären eigentlich relativ gut equipped, ne? Dann kam Fabo mit Full Dia und einem Power 5, Flame 1 und Infinity Bogen und ich dachte mir so, okay, gut. Alex, wenn du diese Folge siehst, ne? Denk dabei an meine Farming-Bauskills. Ja, das aber im Nahkampf weit. Das Spam ist scheiße von ihm. Der kann nichts anderes. Der ist ja nicht einmal im Nahkampf gegangen. Ich konnte den nicht einmal hitten. Nee. Der, am Ende, als ich noch 4, 5 Herzen hatte, bin ich in der Wüste im Nahkampf gegangen. Er war direkt hinter mir. Was ist? Er tötet mich mit dem Bogen. Geiler Scheiß. Im Nahkampf. Im Nahkampf. Das ist PvP. Wie gesagt, wir haben hier ein paar Folgen dann gefarmt. Ja. Du, wir waren ungefähr, also wir waren in unserer Zeit ungefähr 24 Mal im Nether und haben 3 Baustände verloren. Also wir könnten auch versuchen, ein Nether-Portal zu bauen, dafür haben wir auch noch alles da. Einmal ist unsere Base gelootet worden, einmal haben wir 23 Lohnstäbe nicht eingesammelt, weil wir nicht gecheckt haben, dass unser Inventar voll war. Und dann, dann hat Topra den Scheiß mit der Hand abgebaut. Ja, RIP. Das ja. War richtig GG. Dings sind erlaubt? Oder was heißt erlaubt? Stärketränke? Nee, oder? Doch. Du hinten baust schon ein paar Karotten. Schon zu lange. Warte. Ich kann euch noch ein paar Sachen geben. Ich hab einen Diamanten, ich hab eine Gasträne, ich hab 20 Netherwarzen, 2 Blaze Powder und noch Sugarcane, falls ihr das noch braucht. Das hab ich noch im Backpack. Du hast ein Blaze Rod? Nee, nur Powder. Achso. Okay. Die Blaze Rods haben wir alle aufgebraucht. Warte, dann machen wir hier noch Weizen hin. Auf der anderen Seite kein Weizen. Machen wir das so, warte. Hier sind Kartoffeln, ne? Glaube ich. Ja, ich habe eine Kartoffel hier hinten noch angepflanzt. Ja, dann machen wir das auch noch weg. Dann kommen könnt ihr mal aufhören, meine Brüder zu essen? Ja. Könnt ihr mal aufhören, meine Brüder zu essen? Dankeschön. Nee. Ich geh mal noch runter. Nee, hier kommen Kartoffeln hin. Ein bisschen Nahrung, sonst verrecken wir noch sonst irgendwie irgendwann. Das Blöde ist, hat jetzt halt meine Dia-Rüstung, aber mit der kann er eh nichts anfangen. Oder hat es wahrscheinlich einfach da gelassen. Ja, das Ding ist. Ich hab meine Sachen eingesammelt. Das Ding ist, ich hab ihn halt gesucht, aber ich hab halt ihn nicht mehr gefunden, ne? Ich bin halt vom Nether dann gekommen. Ah, ich hab meinen Gang wieder gefunden. Disconnected, nachdem er abgetötet hat, dachte ich. Ja, er ist direkt rausgegangen. Ja. Kann ich eine Kiste machen? Ja. Oder habt ihr da irgendwie noch irgendwelche Kisten? Warte, schau mich mal an. Schau mich mal kurz an. Ersatzrüstung, yay. Yo, GG, ich bin raus. So, tschüss.
Ja. So. Ja, aber das Ding ist, ich habe halt auch, als ich euch gesehen habe, habe ich direkt geschrieben, ja, nicht angreifen, und dann wollte ich dir die Rüstung von Topa geben und dann einfach direkt auf den raus, und dann war aber schon lange raus, das war voll ärztlich. Ja, keine Ahnung, wenn du den Creeper stirbst, ist irgendwie schon... Ich weiß nicht, wir hätten gedacht so, Moment, der hat OP gequillt. Wollen wir wirklich gegen den kämpfen oder sollen wir lieber den anderen irgendwie die unterstützen? Das war so unsere Überlegung. Ah, okay. Ja. Ich hab die ganze Zeit so Panik vor euch gehabt. Ich hab mich halt die ganze Zeit zu euch umgedreht, weil ich dachte, gut, ich bin jetzt wir sind die ganze Zeit zwischen euch gewesen. Euch haben wir eigentlich gar nicht richtig gefokust. Wir haben, also, Fabo hat am Ende gegen euch gekämpft. Wir sind rechts lang und wollten hinter Fabo her. Vielleicht habt ihr das gesehen. Nee, haben wir nicht mehr gesehen. Also, ich hab mich dann so auf Topra fokussiert, weil der halt die ganze Zeit gebrannt hat man und alles. Man kann aber von ihm echt nicht abhauen. Es ging nicht. Ihr seid ja an der Waldgrenze vorbeigelaufen, ne? Also gegenüber von der Wüste. Ja. Hinter dem Spawn. Wir sind, also das Ding ist, wir hatten keine Wassereimer, deswegen wollten wir am Wasser bleiben, wegen dem Bogen. Ich bin von dem Wald bis mitten in die Wüste abgehauen. Lol. Und der hat halt... permanent getargetet. Getargetet? Ich hab auch keine Goldäpfel mehr, ich hatte so viele. Aha, hier unten geht's noch weiter. Ich hab kein Holz mehr. Das ist mein Tarngang. Guck mal, der sieht aus wie so ein Strip-Mine-Gang, aber es ist keiner. Das ist nur getarnt. Okay. Das ist nur als Strip-Mine-Gang getarnt, hinten ist nämlich ein zweiter. Hattest du ein... Achso, okay. Oh Lord. Okay. Alex! Nächstes Mal bei so einem Projekt, wenn wir da mitmachen. Allianz, direkt. Nee, da... Oh, nein! Ich hab's gehabt! Hat jemand von euch eine Schlampe? Was? Ich hab leider keine. Ja, Frau, da hinten steht eine. Im Farm. Da kommt der Sarah aus mir raus. Ich nehme mir nochmal das Eisen mit, weil irgendwie kann ich das gut gebrauchen. Hab ich das Gefühl. Achso. Warte mal. Wie viel Eisen brauchst du im halben Stack? Und man, ihr seid alle so gemein, nur weil wir chillen und weil wir halt entspannt sind und so. Und wir waren jetzt auch entspannt. Das hier war Minuten. Unsere Arbeit. Letzten Folgen. Das Ding ist, wir waren halt so oft im Nether, wir hätten gar keinen Weizen anbauen müssen. Wir hatten halt so viele Diamanten im Nether gefunden und dann haben wir uns gedacht, gut, dann bauen wir jetzt keine Farm mehr an. Ja, wir sind halt richtig reingegangen. Und dann hat Topra irgendwann so ein scheiß Schwein angegriffen, dann waren auf einmal 200 da, es war die ganze Zeit entspannt. Und dann ist er gestorben und dann habe ich gesagt, er soll die Karotten ins Backpack packen und so. Das war dann auch ein richtig heftiges Hin und Her später. Dann haben wir im letzten Moment noch überlebt. Gaufer, willst du hier hinten anbauen? Da auch Weizen oder was? Bei dir? Ne, hier. Oder was? Auf dem. Ich bin gerade nicht da bei dir. Achso, er rennt nach Holz oben. Holen, weil ich mein Holz mehr. Ich hab doch noch anderthalb Stacks. Warum sagst du mir das nicht? Danke, jetzt bin ich eh schon oben. Egal. Hey, das erinnert mich an die Sache mit dem Leder. Ich geh wieder runter. Ihr übertreibt, Alter. Einfach ist so drei Folgen lang gefühlt. Apropos Gaufer, Leder. Sagt, ob er Leder noch hat. Alter Schwede, diese Farben, ne? Das sieht aus wie die Minen von Moria. Ja. Alter Schwede. Wo bist du denn? Komm mal her. Ich dachte eigentlich, das Projekt. Ja, danke. Also, Gauk, du hattest den. Hast du den Enchanting Table? Ich pack mal ein paar Sachen. Ich pack mal ein paar Sachen von mir, die ich brauche bei euch irgendwie in die Kiste. Also, meine liebe Lady Foxy, ja, ich hatte den Enchanting Table. Ich hab einen. Guck mal hier, der Papa hat doch. Okay. Alles vorbereitet. Hallo. Kostet, ja? Das kostet. Oh Scheiße, jetzt hat sie mir abgezogen. Oh Mann. Na gut, aber. Nee, da habt ihr auf jeden Fall einen. Ja, ich dachte eigentlich, das Projekt wäre gelaufen jetzt, aber dann geht's ja noch ein bisschen weiter, ne? Ja, also eigentlich, es wäre so klar gewesen, dass er gewinnen würde. Wenn, also, mit seinem Kackbogen 3000 Halt trinken wahrscheinlich. Ja, er hat auf jeden Fall ganz easy peasy vorhin einfach mal 3 weggeworfen, als ich ihn richtig Kritiker hatte. Ich hatte ihn richtig low, also ich bin einmal rangekommen, dann habe ich ihn wirklich richtig low gehabt, weil er halt die ganze Zeit mit seinem Speedtrank weggelaufen, Heal-Potions, Bogen, weggelaufen, Heal-Potions, Bogen und naja. Ja, wir hatten eigentlich gedacht, so, wir wollen nicht mehr als Protection 2. Wir wollen nicht mehr als Protection 2 machen, weil das sonst vielleicht unfair wäre. Und dann auf einmal kommt der da mit seinem Scheißbogen. Ja, also sowas. Es war ja auch am Anfang an gesagt, halt einfach nichts. Das soll halt fair sein und nichts OP ist, ja genau. Nächstes Mal stelle ich ihm einfach einen Kaktus in die Presse, ganz ehrlich, dafür habe ich die rübergestellt. Oh, Backpack.
bin ja so froh, dass wir eigentlich... Wer ist denn eigentlich Dings, in der Konversation? Wer? Was? Der... Angel Gaming. Angel Gaming, aber... Okay. Okay. Angel Gaming. Let's play Angel, Alter. Kann ich hier noch was anbauen? Ja, kein Problem. Weizen hier. Wo? Hier, in der dritten Reihe hier. Ne, da kommt eigentlich bei nochmal Zuckerrohr hin. Und hier kommen dann Kartoffeln rein oder irgendwie sowas. Ich habe noch 6 Karotten. Hier, guck mal, 1, 2, 3, 4. Wenn wir wollen, können wir die Farm nochmal ein bisschen erweitern. Nichts dagegen. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller, ne? Dann müssen wir uns jetzt immer abstimmen, ne? Wie wir hier. Machen wir einfach nochmal ein Skype-Party für uns auch. Ja, ich bin eigentlich. Wir nehmen im Normalfall immer abends auf, so ein bisschen im Voraus 2 Folgen und. Halt, so. Warte mal, wenn wir jetzt noch ein Teamleben haben, können wir nicht Topa wieder reinholen. Ja, frag mal, ob man Teamleben verschenken kann. Ich schreibe mal kurz in die Gruppe. Ja, das wäre richtig sick. Aber Topa steht eigentlich nur im Weg rum, also. Hallo. Ihr freut mich. Ihr seid genauso freundlich, wie Gauk immer zu mir ist. Nein, Alex und ich sind schon Ewigkeiten in einem Team. Seitdem wir unsere Minecraft-Karriere gestartet haben, gibt's uns in einem Team. Deswegen. Ja, wir brauchen halt nur noch ein bisschen mehr Erde, ne? Dann. Fuck, ist alles in meiner Base. Wenn einer von euch mitkommt, könnten wir vielleicht noch in meine Base gehen. Das können wir in der nächsten Folge dann machen. Ja, aber ich bin für heute raus. Ich mach heute Abend keine mehr. Gehen wir kurz hin, oder? Nee, das schaffen wir nicht. Das sind 4 Minuten und wir müssen zum Netherportal, zum Ausgang. Warte mal. Auf dem Netherportal hier unten. Was willst du? Ich glaube, ich hatte irgendwo noch Obsidian reingelegt. Ja, aber wir müssen zum Ausgang, ne? Achso, stimmt, Obsidian. Dann können wir da ja hinlaufen. Ja, klar. Dann schon rein in den Nether und dann wieder raus. Ja, einfach rein und wieder raus, dann können wir die Base finden. Die 8 Obsidian. Ja, die hatte ich im Inventar gehabt. Okay, warte. Wir fahren doch eh wieder, das kriegen wir doch eh locker easy. Moment, welche Ecke war das nochmal, wo die Lava war? War das hier hinten? Die Story will. Warte. Story will scheinbar nicht mehr mitmachen. Ich habe. Moment. Ich hab doch schon eine. Alles im Backpack. Ja, aber das schaffe ich trotzdem nicht in 4 Minuten, aber wir können trotzdem ein Portal für uns hier machen. Aber nicht hier hinten, wir lassen das oben in der eine Höhle. Oh, toll! Super, Marcel. Ach, lenk mich, jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr. Ich mach das in nächste Folge. So, also ich hab. Ich fang schon mal an, ein bisschen abzubauen. Und dann warum hat Dings keine Lust mehr? Story, wurde auch von Fabo getötet? Verstehe ich gar nicht. Ich glaub, damit du das sagst, mit meinem Schärfe 3 Schwert. Ich hab dich vorgewarnt. Warte mal. Ach, da unten ist Lava drin. Ja. Oh. Ich sag's auch noch, ne? Habt ihr noch irgendwas zu essen, so irgendwo Reserve oder so? Weil ich habe jetzt gerade meine ganzen Karotten vom Spawn. Ich habe nämlich meine ganzen Karotten habe ich nämlich gerade hier angepflanzt für euch. Habt ihr Knochen? Ja, dann müssen wir Spawn her. Ja, sonst gibt mir mal die Hälfte irgendwie. Was? Also danke. Essen ist immer so eine Knappheit hier. Ja, ich habe auch schon zu Alex gesagt, wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir da gleich nicht im Kampf reingehen. Und wir sind nämlich in der ersten Battle-Staffel damals, die wir mitgemacht haben von Domse. Da sind wir halt wegen Essen verreckt, ne? Das habe ich zu Warte, warte, ich schreib den mal an. Ich schreib den mal an. Ich hab's gefangen! Den Story jetzt, oder was? Wir leben. Aber wieso hat er keine Lust mehr? Weil er ihm das zu unfair ist? Oder weil sie Probleme haben? Oder ja, wie? Kann sein. Nee, weil er hat ja eben nur gesagt, dass die haben noch 3 Leben, haben sie noch. Ja, dann sollen sie auf uns aufteilen. Ja. Ich brenne hier noch ein bisschen Eisen. Hä, der kommt einfach zur Allianz dazu. Wir kriegen deren Leben und gut ist. Dann können sie sich einfach gucken. Was ist eigentlich, wenn ich hier von eurem Feld hochgehe? Ach nee, das ist hier der Eingang. Okay. Ja. Ja, nee, ich dachte, das wäre ein anderer Ausgang. Oder? Und hier geht's nochmal runter und hier ist dieser Strip-Eingang, okay. Aber ich muss auch sagen, ich brauche sowieso immer ein bisschen länger, um sowas zu bauen, weil ich bin ein ziemlicher... Ich brauche sowas alles ordentlich. Wir haben gedacht, es ist funktionell. Gauk hat das ausgerechnet mit den Blöcken, mit dem Wasser in der Mitte. Ach, lol. Naja, gut, wie weit geht Wasser? 4 Blöcke jeweils? Ja. Oh, Alter! Ja, boah, hast du Mathe studiert? Nee, oder? Ja, klar, natürlich. Ich bin Einstein, hallo. Naja, der hat einen Mathe-Leistungskurs, hat dann ein Frühstudium an der Uni bekommen für Mathe. Also, wir können auch. Achso, ich wollte gerade sagen, wir können ja hier noch weiterbauen, aber.
Ich hab deine 8 Obsidian. Komm her. Ja, und bräuchte dann halt nur Erde. Achso, ich sag zu dir, ich wollte gerade hier Platz für das Portal machen. Warte, ich mach mal hier. Ne, hier, ich mach das hier. Warum sollten wir das Portal direkt hier unten bei uns bauen? Weil wir da nur reingehen und nicht rauskommen. Naja, wenn du am besten ein bisschen weiter weg bauen, weil das macht ein Geräusch und dadurch könnte man die Base. Also wir wollten das. Okay. Also mein Plan war es eigentlich. Moment, jetzt muss ich mal. Hier so ein Scheiß. Achso. Das ist der Kackweg. Wie wäre es, wenn wir das einfach hier nebenan in die Höhle pflanzen? Hier unten kommt eh nie ein Mensch hin, ey. Ja, okay. So, kann ich da runter? Kannst du ein bisschen. Ja. Oh, was? Mann, ey. Oh, lol! Nicht sterben! Ich sterb nicht, ich hab grad ein halbes Herz verloren. Ja, mich hat der Creeper ge-one-hitted, der hat mir einen fetten Headshot gegeben. Okay. Ohne Witz. Ich check's, ich komm immer noch nicht drauf klar. Ich sammle noch mal ein bisschen Gold für den. Ich hab zwei zu wenig. Okay. Oh Gott. Never mind. Das ist wie er es baut. Oh Gott. Von wo kamen wir? Ja, mein Folgenende ist erreicht. Gut, dann bin ich für heute raus. So. Ich nehme hier nur noch das Gold mit. Ja, frag mal Dom so, ob das geht, Alex. Okay. Was? Bitte sagen, klärt. Hier unsere Folge. Nee, warte, hier oben, komm her. Ja, ich brauche eh nicht zurück, ich bleib jetzt hier. Du. Hallo. Ja. Danke. Ja gut, dann von unserer Seite aus. Das hat mich eingebaut. Entschuldigung. Ja gut, ich würde mal sagen, Topra wird nächstes Mal wieder dabei sein, dann verschenken wir unser letztes Teamleben. Also wir verschenken unser letztes. Wir sind eine Einheit, ja? Story-LP wird dann auch zu uns kommen. Wir sind jetzt Team 811. Nein, wir sind jetzt Team 12. So. Und warum bisschen seid ihr nicht Team 9, dann wären wir 9-11. Oh Gott. Ey, das ist Alex. Das sind die Flugzeuge, die den Turm stürzen. Ja. Ich geh schon mal vom Server, aber wir können ja noch reden. Das wird wie damals mit Dölit und Sperrig die witzigsten Folgen unseres Lebens. Wir haben nämlich damals, wie gesagt, auch schon mal eine Allianz gemacht und die Folgen waren so witzig. Ich habe noch nie so witzige Folgen gehabt wie mit denen. Ey, weißt das du was, Gauk? Das erinnert mich gerade total an Menschen. Vier Idioten auf einem Haufen. Ja, ja, stimmt. Und Topra ist der größte von allen. Bis er rausgegangen ist und... Ah. Ja, das Projekt verfallen ist, aber egal. Super. Aber ich habe auch gegen Flameshorn gekämpft. Ich mache jetzt erstmal meine Verabschiedung. Schaut auf jeden Fall bei Lady Fox vorbei und Gauk vorbei. Alex könnt ihr Trost beiseite lassen, da kommt eh nichts mehr. Und richtig. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Bloody Beach. Tschüss.